Zu Anfang des Jahres bestand guter Grund zur Annahme, dass die Pandemie das Leben von nun an weniger einschränken würde. Die Kapitalmärkte sollten sich in diesem Umfeld positiv entwickeln, auch wenn einige Störfaktoren für Gegenwind sorgen, wie etwa die hohe Inflation und Lieferkettenprobleme. Mit Ausbruch des Russland-Ukraine-Krieges sind aber zusätzliche dunkle Wolken aufgezogen. In der Folge korrigierten die Aktienmärkte, erholten sich jedoch auch sehr zügig. Für Europa bedeuten der Krieg und die Sanktionen hohe und anhaltende Belastungen, was die Aktienkurse aktuell aber unseres Erachtens nicht adäquat abbilden. Wir sehen auch eine signifikante Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Embargo russischer Öllieferungen an die EU kommt. Die Chancen auf eine schnelle Beilegung des Konflikts, inklusive einem Ende der Sanktionen, erscheinen hingegen gering. Somit stehen der hiesigen Industrie weitere Schwierigkeiten bevor. Global betrachtet wird der Aufschwung aber nicht gefährdet. Ölautarke Länder wie die USA können sogar profitieren. Wir übergewichten daher nun US-amerikanische und britische Aktien, während wir das Gewicht von Aktien aus dem Euroraum reduzieren. In Osteuropa sind wir ohnehin nicht mehr investiert. Bei Anleihen raten wir entsprechend zu einer Reduktion von Unternehmensanleihen schwächerer Bonität aus Europa sowie bei Staatsanleihen aus Schwellenländern. Diese dürften aufgrund der schwierigen geopolitischen Lage und der auch in Schwellenländern hohen Inflation weiter unter Druck geraten. Schwellenländer stehen auch aufgrund der steigenden Lebensmittelpreise vor großen Herausforderungen. Aufgrund der auch in den USA hohen Inflation sind dort deutliche Leitzinsanstiege für dieses Jahr zu erwarten. Die Zentralbank Fed wird die Zinsen wohl von anfangs nahe 0 auf etwa 2% anheben. Die Europäische Zentralbank wird unserer Einschätzung nach jedoch bis Anfang 2023 warten und auch dann nur vorsichtig an der Zinsschraube drehen. Der Markt erwartet die US-Leitzinsanstiege bereits und die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite liegt inzwischen bei etwa 2,5%. Wir stufen US-Staatsanleihen sowie US-Unternehmensanleihen mit guter Bonität daher auf Übergewichten. Trotz der gestiegenen Kapitalmarktrenditen bei Anleihen liegt die Verzinsung meist deutlich unter der Inflationsrate. Anlegerinnen, die einen langfristigen Vermögensaufbau anstreben und den notwendigen Anlagehorizont mitbringen, sollten daher über eine höhere Gewichtung von Aktien gegenüber Anleihen nachdenken. Damit wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen und erfolgreichen Tag.